Hallo, hier ist wieder Xi. Uns geht weiter mit Metroid Prime 2 Echoes. Wir sind hier beim Vorhof zum Himmelstempel. Ich glaube, ich gebe die einfach mal ab. Alle haben wir noch nicht, aber. Fünf Schlüssel zum Himmelstempel wurden eingesetzt. Es fehlen vier weitere Schlüssel. Ah, okay. Der Schlüssel Esrs ist an seinem Platz, sein Schloss auf ewig entriegelt. Im Namen des Äthers stellen wir uns zum Kampf. Der Schlüssel Cers ist an seinem Platz, sein Schloss auf ewig entriegelt. Kämpfe im Namen der Gefallenen, lass ihren Tod nicht vergebens sein. Der Schlüssel de Isels, ist an seinem Platz, sein Schloss auf ewig entriegelt. Glorie den Hütern und all jenen, die ihnen dienen. Hatten wir schon? Der Schlüssel Mdes ist an seinem Platz, sein Schloss auf ewig entriegelt. Eine Zukunft voller Frieden und Schönheit erwartet dich. Jetzt noch nicht. Der Schlüssel Jfmes ist an seinem Platz, sein Schloss auf ewig entriegelt. Der Glanz des Äthers soll niemals untergehen. So, da fehlen noch einige. Das dunkle das Portal auf dieser Seite würde ich aber doch gerne noch untersuchen. Halt die Frage, wie viel. Autsch. Lasst mich einfach durch. Blöde Tentakel. Mal überprüfen. Okay, es hätte ja sein können, dass da oben irgendetwas ist. Oder? Wird schon nichts da sein. Oben ist kein Eingang. Und hier ist auch keiner. Na gut, dann gehe ich halt jetzt nochmal hier hin. Allerdings von der anderen Seite, damit dieses Gebiet mal so weit fertig ist. Oder gäbe es noch einen Ort? Mal sehen. Besudelter Schrein. Wenn ich hier entlang gehe, nö. Gäbe es nur noch das hier. Das verlassene Lager, da ist nichts. Da bin ich mir sehr sicher. Ach, diese Kamerafahrten, wie ich sie liebe. Hust, hust. So, ich hoffe, dass der Spielton jetzt wieder lauter ist. Ich weiß nicht, was in den letzten Folgen wieder los war, dass der wieder so leise geworden ist. Ich verändere ja eigentlich nichts. Also eigentlich dürfte sich da an der also an der Lautstärke dürfte sich nichts ändern. Das Einzige, was passieren könnte es, dass ja mein Fernseher wieder von selber ein bisschen reguliert hat. Die blöde Box ist ein wenig im Eimer. So. Kommen hier wieder diese Kerle. Einfach abhauen. Ich habe jetzt keine Lust darauf.
Das ändert ohnehin nichts. Die sehen halt so aus, als ob man sie verschieben könnte. Aber das ist eine Einbildung. So, da oben in das Portal möchte ich gerne irgendwie hingelangen. Da kann ich nicht hoch, oder? Nein. Nicht effektiv. Da ist auch nichts. Moment, die sind noch aktiv? Nein, doch nicht. Hätte mich jetzt auch gewundert. Was war das denn für ein Ton? Ich bräuchte hier irgendeine Anhöhe. Oder kann ich vielleicht irgendwie auf diesen Rahmen drauf? Ach so. Strukturelle Analyse abgeschlossen. Portal ist einsatzbereit, aber instabil. Sicherheitssystem aktiv. Gebraucht das Portal derzeit aus Sicherheitsgründen blockiert. Sicherheitsgründe? Aha. Und wie kann ich dem Ding dann hier sagen, nee, nee, ist alles in Ordnung, passt schon, mach mal. Gibt's hier irgendwas Neues? Dass ich nie auf die Idee gekommen bin, einfach das Portal zu scannen. Meine Güte. Hätte ich nur eine kleine Anhöhe. Nur eine Anhöhe. Oder? Nee, so komme ich da nicht rüber. Schade. Auch schade. Na gut, wenn hier auch nichts mehr ist, dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf zum Ödlern von Argon. Ich denke mal, dass wir jetzt hier soweit fertig sind. Wüsste jedenfalls momentan keine weiteren Räume mehr. Genau, den hier haben wir auch geholt. Dahinter verbarg sich nur ein Container. Ach nein, Schmarrn, das war, damit wir nach oben gehen konnten. Gut, gut. Unten in der Basis ist wahrscheinlich auch nichts mehr. Da haben wir auch nicht keinen Luminator, nichts gefunden. Da haben wir alles erledigt, denke ich zumindest. Wenn nicht, sei es eben jetzt drum. Genau, den, von dem hier haben wir es auch gefunden, das war der scheinbar sinnlose Raum. Vier Schlüssel fehlen noch. Naja, zwei in Torvus und zwei im Ödlern von Argon. Würde Sinn machen. Dann hätten wir auch zwei in jedem kleineren, also zwei in jedem der drei Teilgebiete. Der drei Gebiete und wir haben ja drei in den Tempelanlagen gefunden. Muss ich nur hier mal kontrollieren, ob sich hier eins dieser Viecher verbarg. Momentan sehe ich nichts. Das ist aber auch kein leuchtender Luminode. Der hatte
Nichts. Ach ja, ich weiß noch einen. Beim Eingang der Weltraumpiraten, da war noch ein wichtiger. Da war ein wichtiger und da möchte ich jetzt auch hingehen. Auch im hellen Argon. So, welchen Eingang nehme ich? Ach, ich speichere mal Leben. Speichern und heilen. Dabei können auch diese Viecher da aus dem Tunnel herausfliegen. Machen die mir auch keinen Schaden mehr, wenn ich durch möchte. Hey, schon wieder 10 Minuten mit nichts verbracht. So darf das nicht weitergehen. Warum auch immer dann kurzzeitig irgend. Das ist genauso wie nach der Screw Attack. Da wird mir dann immer kurzzeitig angezeigt, dass ich irgendwas, dass ich auf irgendwas zielen könnte, aber. Sag mal, hier ist aber nichts zum Zerstören, oder? Nee. Kam mir nur so vor. Hinter dem Sandfall ist aber auch nichts, ne? Nee. So, hier sind wir schon durchgekommen. Von hier aus könnten wir dann in den Sumpf von Torvus überwechseln. Hier haben wir keinen gefunden. Ja, wir haben dann auf jeden Fall. Also eins der dieser Schattenviecher weiß ich, wo es sich befindet. Das andere, ich glaube, das war dieser Luminode, dieser blinde Luminode. War das einer der wichtigen? Der hier ist definitiv keiner. Ja, okay, nicht wie. Man kann nicht von wichtig und unwichtig reden. Es sind halt, die einen sind halt die Schlüsselträger, sagen wir es einfach so. Es ist kein Schlüsselträger. Aber einer lag kurz vor der Basis der Weltraumpiraten, das weiß ich noch. Das heißt, hier beim Eingang finden wir auch ein weiteres dieser. Hä? Ach, das war ja auf der dunklen Seite, genau. So, und hier schwebt wieder irgend wo so ein. Genau, da. Hab ich auch so erwartet. Ich glaube, ich gehe gleich mal hier hoch. So. Muss ich mich da nicht rumquälen? Ah nein, da unten war dann der Eingang, wo ich mich mit einer Powerbombe, wo ich das kaputt machen konnte. Glaube ich zumindest. Ist ja jetzt auch nicht relevant. Gehen wir erstmal hier lang. Ihr könnt mich alle in Ruhe lassen. Von euch will ich nichts. Diese Kraftfelder bringen mir nichts. Und vorbei. So, hier sind wieder die Metroids außer Kontrolle. Oder auch nicht. Was zur Hölle ist das? Morphologie, Metroid-Konkord, Behältnis zur Unterbringung junger Talon-Metroids. Diese Biomasse dient den jungen Talon-Metroids als Schutzbehaus und keinerlei gepanzerter Effekt vorhanden. Ja, weil die auch gleich alle ausbrechen werden. Sag ich doch. Das sind wahrscheinlich auch nicht mehr die normalen, sondern das sind schon die. Au. Warum ist hier Fasern ausgetreten? Moment. Ach, das sind Baby-Metroids. Moi. Junger Talon-Metroid. Genetisch veränderter Energieparasit. Ram-Attacke verursacht geringe Schäden. Mutiert zu einer tödlichen Variante, wenn Fasern ausgesetzt. Mei, sind die süß. Au. So, jetzt will ich einmal auf der lichten Welt hierher und einmal in der im Dun auf der dunklen im dunklen Argon, genau so. So hat man, so war das benannt. Punkt. So, mal sehen, was hier erstmal wieder für Gegner sind. Ich glaube ja auch, hier waren auch Metroids, oder? Ja.
Blöde ist halt, ich habe hier keinerlei Eisfähigkeiten. So, der nächste. Das interessiert dich ja nicht mal. Ah gut, die halten eh nicht viel aus. Hatten wir auf Talon 4 aber deutlich andere Varianten. Deutlich tödlichere Varianten vor allem. So, okay. Dann mal sehen, wie wir die Teile da einstellen müssen. Zum einen haben wir schon mal auf. Auf welcher Seite war da etwas, wo wir nicht weiter konnten? Ach nein. Da war nur ein Energietank oben, ich erinnere mich. Einfach mal alle ganz hoch stellen. Steuersystem aktivieren. Warum sind die jetzt wieder außer Betrieb? Wer hat die ausgemacht? Tja, zwischendurch geht's halt dann auch wieder. So. Gut. Dann gehen wir mal hier hoch. Und hier hoch. Oder auch nicht. Ha. So, das wäre jetzt interessant zu wissen. Wie komme ich da? Ah. Ah ja, okay. Wo haben wir die? Da haben wir die Anfangsspur. Das wird schon in der Position jetzt passen. Ich hoffe es zumindest. Hangelei. Moment, ich möchte erstmal darüber. Da könnte sich ja rein theoretisch auch schon was befinden. So. Sieht gut aus. Moment. Hier runter. Und was haben wir hier? Irgendwie nichts. Okay. Dann weiter. Hier aus dann darüber. Oder? Ah, aber ganz knapp. So, hier hätten wir schon. Nein, wir hätten nicht früher hingehen. Und uns fehlten. Uns fehlte der Morphball. Der Spider-Ball. Okay. Was ist denn hier passiert? Naja, ist nicht unsere Basis. Missile-Container. Gut, jetzt müssen wir das Ganze nochmal auf der dunklen Seite machen. Aber wozu war das dann auf dieser Seite? Einfach nur damit vollständiger aussieht, oder wie? So, ich werde jetzt aber nicht ganz nach vorne rennen. Hier hinten war ja auch irgendwo ein Portal, wenn ich mich recht erinnere. Es klappt aber auch nur ganz knapp hier. Aber naja, Hauptsache es klappt. Da wieder durch die seltsame Masse durch. Das ist eklig. Moment. Das hat keinen höheren Zweck, oder?
Warum machen die hier solche U-förmigen Gebilde hin? Moment mal. Ja, ich habe hier aber auch keine besondere Ansicht, also ist es wahrscheinlich nichts Wichtiges. Nein, nicht schon wieder speichern. Nicht schon wieder. Muss nichts. Muss nicht sein, meine ich. So, sind wir wieder hier. Au. Nein, nicht dahin. Du sollst. Die Karten nicht mehr noch. Okay, da ist so eine gewisse Unterstützung dabei, merke ich. Bei den U-förmigen Gebilden. Die braucht es allerdings nicht. Immer und sie nervt, wenn man einfach nur geradeaus durch will. Was haben wir denn hier Schönes? Okay, es führt doch noch woanders hin als nur zu der anderen Tür. Jetzt kommen solche Spieler rein. Na super, und drunter ist leckerstes Fason. Okay, was ist das Ding hier? Moment. Objektscan abgeschlossen. Es handelt sich um eine hochentwickelte Stasiskammer. Fremdtechnologie wurde entworfen, um kleine Objekte in einem Stasisfeld einzuschließen. Feld ist Gegenstandsfeld, kann aber mit Sprengkörpern zerstört werden. Also, wow. Und noch mehr Raketen. So, wie komme ich jetzt hier wieder? Gut, hab nichts gesagt. Gibt es ja noch irgendwas zu zerstören? Okay, ist stabil. Schade. Dann gehen wir hier lang. Moment, ist das ein... Okay, also haben wir hier unseren nächsten Schlüssel. Gut zu wissen. Lumino hat Informationen entziffert. Bestials Vermächtnis. Ach, mir fehlte da noch einer. Moment. Mein Weg endet hier. In diesem Reaktor werde ich mich zu meinem gefallenen Gefährten, hier Jotstl, zur ewigen Ruhe gesellen. Obgleich ich den Tod in Ehren erwarte, schwebt Schande über meinem Haus, bis der Schlüssel, den ich trage, seinen bestimmten Ort erreicht. Mögen meine Brüder diese Bürde übernehmen, sodass sich der Pfad zum Himmelstempel schließlich öffne. Sehr gut. Dann haben wir den auch noch. Dann ergibt das Ganze auch viel mehr Sinn. Jetzt fehlt mir allerdings immer noch eine Möglichkeit. Oder war wirklich bloß vorne das Portal? Das kann natürlich. Ach ja, so kam man hier ja auch weg. Moment. Und... Nein, gerade so nicht. Hä? Ja. Und dann halt doch. Dentium. Weg damit. Oh oh. Ups. Entschuldigung. Gut, dann haben wir das ja auch erledigt. Problem jetzt hier bei... wie komme ich hier wieder weg? Ach so, okay. Bam. Doch nicht bam. So, das ist aber der Übergang, den ich nicht gehen möchte. Ich möchte nämlich... in der Basis bleiben. So, genau. Au. Genau, hier war ja dann auch wieder so ein... Ging es hier nicht so gar in die geheiligte Festung? Wenn ich mich nicht irre. Hier war ein... Sehr gut.
Uff. Ach, hier war der Dark Beam. Natürlich musst du dich jetzt auf der Seite so verschließen. Hier kommen wir eh wieder zur Haupthalle. Und da werde ich dann einfach auf die andere Seite gehen. Dann holen wir uns die beiden Schlüssel des Argon. Stehen wir zeitlich? Ah, wir haben noch Zeit. Gut. Ja, dann wissen wir eh, wo die sind. Die jetzt einfach geradeaus. Und vermutlich hat mich wieder die Tatsache vom Erhalt des Schlüssels abgehalten, dass ich den Spider-Ball nicht hatte. Vermute ich jetzt einfach mal. Es sei denn natürlich, das Ding schwebt hier einfach so herum. Ah, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Moment. Richtig wieder aus, bitte. Einer weg. Und wir drehen uns im Kreise. Du besetzt mich nicht. Ich glaube, ich kann er jetzt auch gar nicht mehr. Friss. Au. Ah, und damit hält man die davon ab. Okay. Was ist er denn? So, verzieh dich. Sag jetzt bitte nicht, ich habe einen Fehler gemacht. Scheint aber leider so. Wenn ich jetzt da durchgehe, sind die Viecher halt auch wieder da. Das sah verdächtig aus. War es aber nicht. Schalt dich bloß nicht ein, Screw Attack. Ist nicht schlimm. Ey, Moment, kann ich mich jetzt hier sogar. Aha, Moment. Das ist natürlich interessant. Kann ich mich jetzt sogar. Was haben wir denn hier Schönes? Ein für uns nicht betretbarer Tunnel. Schade, ich dachte, ich hätte jetzt da was gefunden. Aber grundsätzlich zu wissen, dass wir jetzt sogar in diesem Schmodder gefahrlos herumlaufen können, hat was. Au. Verliert immer wieder das Signal. Ich verstehe nicht, wieso. Ich bin doch auf konstanter Distanz. Au. Oh Gott. Ach, komm schon. Leck mich. Blödes Viech. Au. Au. Ich habe aber so das Gefühl, dass wir in. Was wollte ich jetzt sagen? Ups. So war das nicht gewollt. Dass wir in einem dieser Schlammlöcher unter dem Schlamm oder in dem Schlamm, mir egal. Samus.
Na komm. Gib den Schlüssel her. Her damit. Moment. Nee. So, erster Schlüssel von Argon. Ups. Ist auch egal. Müssen wir halt nochmal in den Tag gehen vorbei. Das ist jetzt nicht so schön, aber kann man gerade nichts machen. Autsch. Und wenn diese blöden Tentakel halt nicht immer nur genau einen blöden Punkt an ihrer Spitze hätten, wo sie treffen kann, sodass sie halt verschwinden, meine ich. So, hier nebenan müssten wir dann auch gleich in dem Raum sein. Ach, da war doch die Wand aus Dentium, oder? Oder täusche ich mich? Yep. Na. Weg mit dir. Und dir. Was müssen wir denn hier kaputt machen? Es sei denn, Moment. Ah. Ist das Ding hier. Ja, da war's. Hab's schon gesehen. Na komm, geh kaputt. Her mit dem Schlüssel. So, dann haben wir den zweiten von Argon. Fehlen nur noch zwei. Okay, in dem Zeug hier. Nein, nein, Samus, nein, bitte nicht. Das war notwendig. So. Geht's hier wieder weiter? Da haben wir das Portal, mit dem wir zurückkommen. Weiter. Konnte. Ah. Bin ich hier eigentlich schon mal? Moment. Oh. So wollte ich das nicht. Oder gibt's hier irgendwas zum kaputt machen? Hier wird ja nicht ohne Grund das so ein U-förmiges Gebilde sein. Da drüben irgendwo vielleicht rein. Ich sehe nichts. Moment, wenn ich das Ding jetzt wieder umstelle. Oder Moment, vielleicht muss ich es ja nochmal. Nee. Nö, da war gar nichts. Da tut sich nichts. So, weiter geht's. Au, au, ach, beweg dich.
Moment, was ist dieses Loch da? Nichts, okay. Weiter. Sieht alles immer so verdächtig aus. Voll im Fasern gelandet. Merkt man aber erst, wenn man wieder in der Sicht drin ist. Schon klar, Samus. Schon klar. So, da käme ich. Komm schon. Punktlandung. Eine Leiter. Was zur Hölle ist das? Achte für eine Leiter. Sonic Boom. Geil. Ohne Scheiß. Sonic Boom erhalten. Diese gewaltige Attacke verbraucht jeweils 5 Missiles unter Verwendung des Annihilator. Beams zum Aufladen A gedrückt halten, bei maximaler Aufladung Steuerkreuz nach unten drücken, um abzufeuern. Wie geil. Sonic Boom. Schön. Gut, damit sind wir hier nun. Ich denke mal. Ziemlich fertig. Au. Da oben war bloß so ein Teil zum Kontrollieren. Nichts weiter. Dann gehen wir jetzt wieder zurück. Kommen wir hier überhaupt zurück? Das ist die nächste Frage. Ja, da kommen wir wieder zurück. Frage, die sich gerade aber stellt. Zielen, Samus, zielen. Nein, es ist ja nicht Samus. Samus schuld, sondern die der Sensorleiste. Soweit ich weiß, kann man aber auch keinen GameCube-Controller anstecken, also bin ich da leider dazu gezwungen, das Spiel so zu spielen. Moment. Aha. Ja, haben wir schon mal ein Beispiel dafür, dass sich diese Immunität lohnt. Weiter. Wie diese Welle, die Viecher einfach nur vernichtet. Ach Mist, hier war gar kein Portal mehr. Naja, dann war es halt für die Powerbombe. Andererseits, jetzt müssen wir sowieso dann demnächst in den Sumpf von Torvos. Kommen wir denn da am schnellsten hin? Am besten machen wir das über. Am besten machen wir das über diesen Transporter zum Sumpf von Torvos. Ich denke, das geht am schnellsten. Der Tempel ist zu weit entfernt, meiner Meinung nach. Andererseits, Moment. Moment. Dieser Weg über die Schlucht führt uns doch geradewegs wieder zum. Ja.
Dann gehen wir doch. Moment, ich bin doch schon in dem Raum. Idiot. Autsch. Das war unbeabsichtigt, dass ich den Luminod nie gescannt habe. Grabber. Ah, dann jetzt wieder für ein Problem. Genau, wenn wir jetzt nämlich hier rüber gehen, na gut, dann nehmen wir halt doch den Portal, den Teleport durchs Licht. Ah, aber ich habe noch was vergessen. Was ganz, ganz wichtig ist. Ist ja gut. Wir haben hier ja noch etwas Akustisches zu machen. Einer. Genau. Zwei. Und die Nummer, wo ist die? Die Nummer 3. Ja, das ahnte ich. Darum meinte ich auch, es wäre so wichtig. Und mit da jetzt mit der Screwjacke reinzukommen. Es wird ein Spaß. Übers Licht kann ich nicht gehen. Auch wenn es ein ziemlich greller Lichtstrahl ist, aber an den komme ich nicht dran. Ich muss da ganz genau reintreffen. Soll ich vielleicht von hier aus? Kann ich mir gerade nicht vorstellen, nein. Das ist zu weit unten. Ach komm schon, jetzt hab dich doch nicht so wegen jedem Pixel. Da ist keine Plattform und nichts davor. Wie soll ich denn da richtig reintreffen? Wie viel Zeit haben wir denn noch? Ja, ich muss die Folge jetzt eh beenden. Ich hole mir das Ding außerhalb der Aufnahme. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Metroid Prime 2 Echoes. Ich bin Xi. Bis dann, Leute. Ciao.